Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, ich habe es jetzt mal gemacht. Ich habe mich jetzt mal mitten in der Nacht eingeloggt und zwar wochentags um 12:30. Allerdings auch nur aus dem Grund, dass ich morgen ausnahmsweise nicht um 6 Uhr aufstehen muss. Und ich bin bei Donald und ich habe noch mal einen so ein, wie heißt denn jetzt, diese Spielzeug-Aliens gefunden. Das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Wie gesagt, ich bin jetzt bei Donald im Kopf, wollte ich gerade sagen, im Zuhause drin. Ich habe oben mal bei Mini geschaut. Die ist komischerweise mitten in der Nacht wach, auch wenn sie tagsüber ständig am Schlafen ist. Wahrscheinlich ist sie deswegen tagsüber ständig am Schlafen. Und bei Ariel bin ich auch drin gewesen. Da habe ich jetzt auch nichts gefunden. Jetzt schauen wir noch mal eben. Genau, bei Prinz Erik, da gehen wir jetzt auch noch mal eben nachgucken, weil da konnten wir ja auch nichts finden. Und uns fehlen ja immer noch 2 Stück. Achso, ich dachte gerade schon, nee, das ist was anderes. Das heißt, da gehen wir auf jeden Fall jetzt auch noch mal kurz rein. Wahrscheinlich werden wir jetzt nur einen finden und dann müssen wir wieder jeden Tag wiederkommen oder so. Aber ich bin schon mega happy, dass wir überhaupt. Da war ich auch schon lange nicht mehr drin, ne? Erfrischungstruhe. Ja, da sollten wir, glaube ich, jeden Tag reinkommen, ne? Oder wie war das nochmal? Ich habe es ehrlich gesagt total vergessen. Aber es sieht hier auch nicht so aus, als ob wir noch was finden können. Ja, ich würde sagen, ich weiß, normalerweise mache ich längere Videos, aber ich würde sagen, dass ich tatsächlich hier nochmal alle Häuser einzeln durchgehe. Ich habe leider die große Befürchtung, dass es jetzt heute bei einem Alien bleiben wird, dass wir vermutlich beim nächsten Mal dann wieder auch nur ein Alien haben und achso, weil Jana schläft, da können wir ja gar nicht rein. Und ja, dann irgendwie pro Tag jetzt nur noch einen Alien finden können. Ich weiß es natürlich nicht, aber diese Befürchtung habe ich leider. Bei Ursula ist auch nichts zu finden. Ja, also wie gesagt, ich werde jetzt hier nochmal so ein bisschen durchschauen und sollte ich tatsächlich nochmal was finden, dann werde ich euch auf jeden Fall nochmal hinzuholen. Wir gehen mal einfach hier rum, dann können mich alle nach und nach holen. Und ansonsten melde ich mich gleich nochmal. Bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Leider konnte ich tatsächlich nichts finden, aber ihr dürft gerne im Hintergrund diese wunderschönen, ja, ich denke mal Sternzeichen genießen, die es hier wieder gibt. Und den wunderschönen Mond, den ich jetzt leider nicht ganz so schön hier reinkriege. Ja, es ist nur ein ganz, ganz kleines Video, aber ich werde euch wie immer regelmäßig auf den Laufenden halten. Und ja, wenn ich die letzten 2 noch finde, werdet ihr es als Erste erfahren. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.